Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Wir sind immer nur bei der alten Burgruine und haben jetzt da noch geschaut, was da sein könnte. Aber ich glaube, da war sonst nichts mehr. Ich schaue jetzt nochmal runter. Da war der eine Schalter, da ist dieser Steingolem. Sonst gibt es da auch nirgendwo Schalter, oder? Ich glaube, die sind einfach nur dafür da, dass man wieder nach oben kommt. Kann ich mir vorstellen. Es sei denn. Ach, schau mal. Na, da ist aber auch nichts. Jetzt den bewegen. Nee, da bewegt sie einfach gar nichts. So, die Säule geht jetzt aber auch runter. Und das war's leider. Mehr gibt's da nicht. Auch hier um die Säule ist nichts rum. Ah. Ich probier's mal nochmal, dass ich den nochmal runterlasse. Dass die Säule vielleicht einfach mal unten bleibt. Bei der geht er automatisch wieder hoch. Aber sonst ist da halt auch nichts. Da steht die. Ja, gibt's. Naja, wäre natürlich auch wieder so ein typisches ungelöstes Rätsel. Licht, Skelette beschwören. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Okay. Wir haben ja immer noch dieses Rätsel, Leute. Jetzt nehmen wir erstmal schnell Heiltränke. Und zwar, wir haben immer noch dieses Rätsel mit was geteilt wird wieder vereint, wenn auch nur kurz massiv voneinander getrennt. Also kurz getrennt. Was kann das sein? Also wir haben jetzt so einen Turm gehabt. Das muss auf jeden Fall wieder ein Ort sein. Leute, das muss ein Ort sein. Von dem her, wir haben doch unsere Karte, oder? Ergänzt. So. Kurz voneinander getrennt. Ist da vielleicht der Insel gemohnt oder irgendwas? Da ist die kleine Insel. Da, wo wir vorher schon mal drauf waren. Vielleicht ist es wirklich die Insel da beim alten Lager. Schauen wir mal. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Vielleicht finden wir da jetzt ein Buch, nachdem wir das jetzt getriggert haben. Weil das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Was etwas da getrennt ist. Boah, das ist gerade spannend. Das kenne ich selber nicht, Leute. Da schickt mich Piranha Bytes nochmal in die Schule. Das gibt's ja nicht. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Quest kennt. Also, ich hab die nicht kennt. Da muss man wahrscheinlich einfach verschiedene Orte aufsuchen. Es gibt nämlich ein paar Orte, da wo man erstmal nichts machen hat können. Da wo es nichts gegeben hat. Sagen wir es mal so. So was, da nehmen wir jetzt einfach mal schnell einen Sprinttrank. Eine Minute. Let's fetz. Und meine Waffen muss ich wieder tauschen. Es wird natürlich dunkel auch noch. Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Wenn irgendwas kurz voneinander irgendwie getrennt ist, kann wieder vereint werden, dass es durch Wasser einfach getrennt ist. Ah? Und da das bloß ganz leicht getrennt ist, wäre das ja durchs Wasser.
Boah, ich weiß nicht. Aber das ist halt auch wieder so ein Ort gewesen, da wo man sonst nie was gefunden hat. Schauen wir mal. Probieren wir es aus. Aber das ist halt gerade sehr, sehr interessant. Komm, sprinten wir nochmal. Haben zwar andere Tränke auch noch, aber so weit ist der Weg jetzt nicht mehr. Dunkel. Scavenger. Zack. Ach, schön. Oh. Hallo, Snapper. Kommst du jetzt oder her? Waren die vorher schon da? Kann ich mich nicht dran erinnern. So, da wäre nämlich jetzt diese Insel. Na? Was haben wir, Lurk? Hä, der war doch vorher nicht da. Ist jetzt da gespawnt, weil ich das Buch aufgekommen habe? Vielleicht bin ich jetzt richtig. Okay. Schau mal, das ist nämlich jetzt an der Insel. Aber ich sehe da kein... Was ist da vorne? Ist das ein Buch? Ha! Tatsächlich! Okay. Romanium 3. Ich habe das Buch gefunden. Oh, ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig, solch großes Vermächtnis erlangen darf? Die Angst ist groß, alles zu verlieren, durch ein kleines Wort des Schwankens. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees. Okay. Das kann jetzt aber... Also pass auf, wir haben zwei Seen. Zwar den da beim neuen Lager. Ah, warte mal. Gehen wir mal zu den Wassermarkt. Ah, das geht nicht mehr. Da brauche ich erst einen Trank. Komm, pack die Wand an, let's go. Also. Können wir gleich mal nachfragen, ob der die Rüstung schon fertig hat, oder? Der Wolf. Wenn wir eh gerade schon da sind. Und dann schlafen wir schnell runter, dass es wieder hell ist. Boah, das ist jetzt echt interessant. Endlich mal eine Quest, die ich noch nicht kenne. Hallo, Wolf. So. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Okay, immer noch. So, legen wir uns nochmal hin. Dann gehen wir nur mal zum Wolf. So, war das vielleicht jetzt fertig? Weil ein neuer Tag ist. Kann ja möglich sein, ne? Wie weit bist du? Dauert noch. Ah, okay. Na, dauert noch. Also, ich weiß von zwei Seen. Das andere, das ist eher Fluss beim Sumpflager. In dem ja, da haben wir ja diesen Lurker erledigt. Und der Fischer soll ja mal auf der anderen Seite vom Fluss suchen als Kursen. Vom See. In dem ja war jetzt dieser Möglichkeit. Das Gute ist, dass die zwei Seen relativ nah beieinander sind. Da haben wir lustigerweise nur diese verschütten oder diese versunkenen Häuser. Aber jetzt schauen wir erstmal da, weil die Bücher werden ja da wahrscheinlich auch erst getriggert.
Genau, weil der andere See, den wo ich noch morgen, der ist außerhalb. Der mündet aber eigentlich in einen Fluss. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist da auf jeden Fall nur ein Buch. Da sehe ich jetzt gerade nichts. Dass da irgendwo was liegt. Ah, nee. Nee, das sehe ich jetzt nichts, okay. Dann fällt mir aber noch ein See ein. Und da war ich nämlich auch schon, da war nämlich der Lurker auf der anderen Seite. Da war nämlich ein Gebäude, wo man nichts gefunden hat. Also wirklich gar nichts. Von dem her wäre es jetzt mal interessant, was wäre. Wenn das. Vielleicht ist da das Buch, ne? Das. Wäre jetzt die Möglichkeit. Da schauen wir jetzt gleich mal. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, welchen See ich meine. Also einfach so ein ganz kleines Ding, wo wir auch diese Banditen gefunden haben, die wo so ganz heimlich irgendwie eine Drogen da gebraut haben. In dieser Höhle. Gut, das wäre auch ein See, ne? Naja, weiß ich nicht. Ich schaue jetzt erstmal zu dem anderen darüber. Da, den meine ich nämlich. Der ist doch auch nochmal ein See. Und da waren nämlich auch, oder sind diese Hütten. Und da habe ich keinen Plan. Vielleicht liegt da jetzt gegenüber dieses Buch. Wo ist der kluge Fischer? Probiert die andere Seite vom Fluss. Na, schauen wir jetzt mal. Andere Seite des Sees, nicht Fluss. Gehen wir vom Fluss aus. Haben wir auf jeden Fall einen Lurker. Und, oh, ich glaube, ich sehe das Buch. Schön. Ja. Geil. Okay. Viertes Buch. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Vorbei sind die Tage der Verschwendung und des Klanges. So leicht wird es sein, die völlige Vollendung zu erreichen. Ich bin nicht mehr weit davon entfernt. Vergessens sind die Taten jener, die sich einst an Bord befanden. Klar. Eigentlich logisch. Ha! Wir kommen jetzt wieder zu diesem Schiffswracki. Wo wir vorher gar nichts gefunden haben. Müsste vielleicht jetzt dieses Buch liegen, ha? Ja. Oh, wow. Da könnte jetzt dieses Buch liegen, da wo die Feuerwarane waren. Boah, wir laufen halt jetzt komplett durch die Gegend, leid. Ich weiß schon, aber es ist halt doch ganz cool, wenn man das dann doch mal hat, die ganzen Bücher. Komm, jetzt können wir aber mal ordentlich sprinten, oder? Komm, 2 Minuten Sprint. Dann haben wir das gleich wieder. Da müssen wir jetzt leider durch. Das Einzige, was mir da einfällt, also ein Schiffswrack. Und das einzige Schiffswrack, was wir da gerade haben, ist eigentlich das da unten an dem Sandstrand. Also das krasseste Rätsel, finde ich, war das mit dieser Insel. Weil da musst du ja auch erstmal drauf kommen, dass da eine Insel gemeint ist, ne? Jere. Zeit für euch. Ich muss zum Schiffswrack.
Ich meine, hier gleich so laufen. Ah, ein kleiner Ausflug. Oh Gott, wie nimmt denn, wie haltet der gerade die Axt, Mann? Ja, willkommen in Gothic, ne? So, da unten. Ist schon. Sind jetzt aber... Na, die Gegner habe ich ja schon platt gemacht. Oder sind er wieder neu gespawnt? So. Da liegt das Buch, schau. Ha! Ich bin voll klug, ey. Romanium 5. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten? Diese Ehre sei mir vergönnt. Ich muss mich fügen und die Kraft, die in mir wohnt, muss ich teilen mit den Würdigen, die da kommen werden. Mich zu finden. Hoffentlich kommen sie bald. Dort, wo alles begann, sollst du mich finden. Also jetzt wieder in diesem Turm da oben, oder was? Dort, wo alles begann, war ja bei diesem Skelettkrieger. Bei diesem Nebelturm, Nebelschleier. Ich weiß nicht, wie das kostet. Na gut. Da ist der Turm. Wow. Und da hat er mich jetzt einmal um die Karten herumgejagt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Speichert mal vorsichtshalber zweimal ab. Ich traue dem Ganzen nicht. Muss ich anscheinend wieder in die Kammer, wo vorher diese Skelettkrieger auch war. Machen wir mal schnell ein bisschen Licht. So. Schnitter. Okay. Das haben wir schon aufgemacht. Na. Na dann. So, da geht es jetzt wieder runter. Dann müsste man eigentlich da sein, hier, oder? Immer ein Trank. Reisschnaps, eine Fackel. Also wahrscheinlich nur eine Waffe. Ja, oder? Leiche. Ja, warte mal, was hat jetzt der da alles dabei? Ja, so, das Chromanium, ein Reisschnaps, Reis, Amulett der Lebenskraft. Oh, Lebensbonus 30, das ist ziemlich gut. Und Verwandlung, Bloodfly, also Blutfliege. Okay. So, da haben wir Sechser. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Roman. Futter für die Ratten. Oh mein Gott. Nein! Oh, okay. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht abgespeichert, ne? Ah, okay. Schauen wir mal nochmal. Da muss ich, glaube ich, schneller raus. Ja, okay, cool. Cool. Wir sind halt dann instant gespawnt. Also, das heißt, bevor wir jetzt das Buch schauen, speichert man nochmal. Die kriegen wir schon platt, ne? Aber da haben wir den ersten Schlag gelandet. Muss man vielleicht. Gut, da waren jetzt noch ein paar Tränke, die. Egal. Egal, mich interessiert jetzt, was das jetzt noch gebracht hat. Ja, einfach den gleichen Weg nochmal. Den nehmen wir mit. Den gleichen Weg gehen wir jetzt einfach nochmal runter. Und dann liegt jetzt da die Leiche. Und das ist jetzt der Typ, der wo dieses Buch geschrieben hat anscheinend. Okay. Machen wir mal nur mal Licht. So. Gut. Jetzt speichern. Und jetzt das Buch lesen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden.
Er ist Futter für die Ratten. Einen von uns umzubringen war dein Witz. Komm her. Eispfeil. Okay, das ist aber auch wieder erster Kreis, ne? Das war's. Ich lese jetzt nur mal kurz durch, weil ich hab's nicht mehr durchlesen können. Also, ist einfach nur Chromanin da gestanden, okay. Und da habe ich jetzt also diese Rune gekriegt. Geil, jetzt habe ich es zweimal. Super, tolle Karte. Was haben wir noch gekriegt? Gut, Blutfliege, okay. Aber recht viel mehr war das auch noch, aber jetzt hat auch nicht mehr, ne? Naja. Obwohl natürlich diese Rune, glaube ich, gar nicht mal verkehrt wäre mit Eispfeil. Magieschaden 20 ist aber halt auch nicht viel, ne? Da ist nur einer. Ach so. Der hat das auch nochmal gehabt. Komisch. Gut, da haben wir ja schon reingeschaut. Das heißt, das war's jetzt. Da weiß ich nicht, ne? Komische Quest, wenn ich das mal so sagen darf. Bisschen komische Quest. Ich habe mir jetzt mehr erhofft. Muss ich ehrlich sein. Magie zu Ehren. Was, was? Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Wir werden mal einen ersten Kreis lernen, oder so. Ich bin jetzt bereit, in den ersten Kreis aufgenommen zu werden. Den ersten der magischen Kreise zu betreten, bedeutet die Anwendung magischer Runen lernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Okay. Mögest. Wenn wir doch noch Magier. Hätten nur Lernpunkte, ne? Aber gut, da müssen wir jetzt Mana aufbessern und sowas und. Weiß ich nicht. Das machen wir nicht. Aber wir haben jetzt halt zumindest schon mal hier ein paar Sachen, die wo man hier einsetzt. Also, die ist dann mal raus, die ist dann mal raus. So, dann macht man. Und wir haben jetzt dreimal Eispfeil. Super. Also, Teleport Sumpflager, Teleport Wassermagier und das. Dann macht man Licht. Und dann macht man auf 8, macht man dann Eispfeil. So. Und jetzt gehen wir aber trotzdem mal nochmal zum Meister Coleone runter und schauen, ob es jetzt schon fertig ist. Die Rüstung.
Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich wieder in diese freie Mine. Jetzt ist sie ja eigentlich wieder frei. Wahrscheinlich erst so. Und werden wir eben das, die Sachen fürs Ulumulu geben, ne? Schauen wir mal. Wie weit bist du mit der Rüstung? Dauert noch, Mann. Oh, mein Gott. Okay, also. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zur... Jetzt sehen wir, das ist der Korn. Dann machen wir uns wieder auf den Weg zur freien Mine. Zum Freund von Urchak. Wir haben hier jetzt alles eigentlich, was er braucht. Boah, hell. Haben sogar auch noch mal ein paar Schattenläufer gelegt, ne? Ja, wenn du meinst. So. So heißt, da darf man natürlich erstmal wieder laufen, ohne Ende. Ach, weißt du was? Komm. Soll der Geiz. Okay, let's go. Ihr da sprintet die ganze Zeit. So. Aber da geht eigentlich gut was. Da macht er gut Meter. Ich muss sagen, zum Schluss raus, ne, muss man schon sehr, sehr viel rumlaufen. Weil man hat ja dann natürlich auch nicht mehr so wirklich viele Quests. Obwohl die Ohren jetzt halt sehr erfrischend war. Also, die Rätsel, die haben natürlich Spaß gemacht, ne? So, wir sind mal bei der Mine. Und ich hab's euch ja gesagt, ne? Dass wir uns jetzt halt, ums Ulumulu kümmern. So, auf der war da unten. Kommen wir nämlich schneller zusammen hier. Jetzt. Ja, nein! Oh. Ja, dachte ich schaff's. Oh. Dunkles. Ah, gehen wir gleich mal unsere neue Rune testen hier. Aber es rendiert sich halt jetzt nicht irgendwie nur die Kreise der Magier zu erlernen. Das hätte ich wirklich eher machen müssen. Kann er natürlich das Mana auffrischen. Aber es rentiert sich nicht. Also, jetzt sind wir sind mal Schwertkämpfer, Leute. Okay, also, weiß ich nicht, ne? Also mal. Okay. Ja, Barriere, ne? Also. Da hat irgendwer geschlampert, glaube ich. Hi! Mein Freund der Orksklave. Ich habe alle Teile für das... Boah, 10.000, oder? Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Okay, ich habe jetzt das Ulumulu. Das ist, glaube ich, ja Waffen. Aber ich glaube, ich muss jetzt echt einmal die Waffen loswerden. Ich werde jetzt einmal nur mit zu einem Händler gehen. Wassermagier. Okay. Ich glaube, ich muss erst da raus. So. Oder? Es war... Na. Es war zu wenig Mana da. Na, ich muss da erst aus der Mine raus. Oh Gott, da sind wir ja gleich draußen. Heilen du ihm jetzt mal nicht. Weil sobald ich draußen bin, werde ich mich zu den Wassermagier teleportieren und der kann mich dann heilen dort. Dieser. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, wo er gesagt hat, dass ich Wassermagier werden kann, obwohl ich noch kein einziges Mal mit ihm geredet habe. So.
Dann haben wir die freie Mine. Sehr schön. Also. Da müssen wir raus. Jetzt werden wir es einsetzen können. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Dieses Etwas heißt Ulumulu. Bis später. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Das ist doch mal eigentlich ein super Abschluss in ihrer Folge, aber wir werden trotzdem nur mal ganz kurz zu den Wassermagiern. Weil der soll mich nämlich jetzt heilen. Rioardrian. Rioardrian. Mein Gott. So. Heil mich. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Out! Und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Komm, Jesse, ne? Gut. Wir müssen jetzt, glaube ich, aber trotzdem nur was verkaufen. Wir haben aber dann in der nächsten Folge machen, Leute. Und bei dem Verkaufen beim Myxir. Magie zu Ehren. Ja. Na, geht nicht bei dir. Lass mich mal durch. Ah, Nefarius war das, ne? An der Geschichte musst du. Ich hab bestimmt bei irgendwem was verkauft, ne? Magie zu Ehren. Immer wieder diese Leier. Ah, wo ist denn der Trankmischer? Das, was ihr mir. Ich halt mich noch aus. Ach, der steht jetzt da drin. Ja gut, dann muss ich mein Zeug woanders verkaufen. Hilft nichts. Nun gut, Leute. Dann sind wir jetzt fertig mit der Folge. Na, dann sind wir jetzt im Kapitel 5 angekommen. Und ja, da werden wir dann das nächste Mal weitermachen. Ich weiß gar nicht, was sind unsere Aufträge? Genau, wir haben nur Minecrawler-Platten und der Weg in den Schläfertempel. Wir müssen mal zu den Orks dann beim nächsten Mal. Ulumulu tragen und hoffentlich deren uns dann einfach nichts. Ansonsten müssen wir leider die ganze Stadt abschlachten. Werden wir sehen. Na gut. Nehmen wir, sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Habi, die.